Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute The Bridge Course Road to Salvation. Das Spiel ist ein Community-Vorschlag gewesen aus unserer Community. Falls ihr da auch Spielevorschläge habt, schreibt es uns entweder gerne unten in die Kommentare oder kommt bei uns auf unseren Discord. Da gibt es so einen kleinen Reiter, wo ihr quasi Spiele für uns vorschlagen könnt, wo wir gerne mal reingucken können. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit einem neuen Spiel an. Yay! Ich bin gespannt. Mitglieder von Camp Bridge Course Yixin Jiao Hua. Graduierter in der ersten Jahrgangsstufe Massenkommunikation Camp PR. Geburtstag 24. Oktober 1992. Wohnt in New Taipei City. Eine der Personen hinter dem Vorhang, die es ermöglicht haben, dass das Camp Bridge Course wieder stattfinden konnte. Auch wenn die Kursbelastung in der Graduiertenschule hoch ist, haben sie den Juniorstudenten eifrig geholfen, diese Kimodameshia-Aktivität zu organisieren. Ich weiß nicht, was Kimodameshia-Aktivität sein soll. Yixin Xiao, der sich mehr als jeder andere darauf gefreut hat, ist bereits für den Tag, an dem er... Was? Der sich mehr als jeder andere darauf gefreut hat, ist bereit für den Tag, an dem er kommt. Na, das wird aber ein Spaß vorzulesen mit den japanischen Namen. Ich freue mich. Kimodameshi, im Englischen als Mutprobe bekannt, ist eine japanische Aktivität, bei der Menschen ängstigende und potenziell gefährliche Orte erkunden, um Mut zu sammeln. Danke für die Erläuterung, Herr Junge. Toll. Do you dare? What? Before? Was? Wir sind um 10.05 Uhr auf der Brücke zur Probe verabredet. Du hast noch 5 Minuten Zeit. Mach dich bereit. Diejenigen, die zu spät zur Probe kommen, müssen aufräumen. Das gilt auch für dich. Diejenigen, die anwesend sind, gehen bitte noch einmal den letzten Projektleitfaden durch. Ein Fehler während der Probe und du schuldest uns eine Tasse Bubble Tea. Wow, Boss, du bist unerbittlich. Ich kann nicht so schnell lesen. Mach doch nicht so. Camp-Vorschlag 62. Das Thema der Kimodameshi-Camps ist von der Legende der verfluchten Brücke abgeleitet. In der Datei waren die vorhandenen Mitglieder an und der detaillierte Ablauf des Rituals aufgeführt. Wir machen kein Ritual? Warum? Zweck. Wir veranstalten ein Kimodameshi, das auf der berühmten Geisterlegende unserer Akademie basiert, um die Studenten zusammenzuschweißen und unsere Universität bekannter zu machen. Aber das ist immer gar nicht so gut. Organisator Tunghu, Universität 62. Multischullager, Liste der führenden Mitglieder, Lieder, Rechtsfakultät, 3 Jahre, Buru Meng, Diensthabende, Massenkommunikation, 2, okay, allgemeine Angelegenheit, okay. Der Prozess, Kimodameshi. Erstens, der Teilnehmer setzt sich auf den Stuhl in der Mitte der Brücke und bedeckt seine Augen mit einem roten Tuch. Zweitens, nachdem die Glocke geläutet hat, nimmt der Teilnehmer das rote Tuch ab, dann geht der Teilnehmer einen vollen Kreis um den See herum und kehrt zum Ausgangspunkt zurück. Hinweis, um die Sicherheit zu gewährleisten, gibt es bei diesem Kimodameshi nicht den traditionellen Prozess des Treppenzählens und Zurückschauens. Okay. 终于到这一天了，好期待！ Wir spielen anscheinend eine Frau. Und versuchen, das Ritual durchzuführen. Aber wo müssen wir hin? Es wird gemunkelt, dass der weibliche Geist auf dem Plakat auf das Bild eines Absolventen aus dem Abschlussalbum zurückgeht. Einige behaupten, sie hätten nachts Albträume, nachdem sie dieses Plakat gesehen hätten. Event vor der Dämmerung 2016. Tunghu, Universität, Multischullager.
Reiche jetzt deine Bewerbung ein. Bitte wende dich bei deiner Bewerbung an den Fachschaftsrat. Okay. Cool, 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 cool. Also wir gehen jetzt Richtung Brücke. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ja. Senich Bridge. Bridge. Bridge heißt eine Brücke. Na, dann gehen wir doch zu... Aber wieso macht man denn so eine Mutproben? Also, warum? Wer kommt auf diese Idee und sowas auch in einer Universität zu machen? Die Legende der Tunghu-Universität, der Fluch der Brücke. Gerüchten zufolge wollte ein Paar einmal durchbrennen und verabredete sich auf der malerischen Brücke. Das Mädchen wartete jedoch bis Mitternacht und der Junge kam nicht. Also beginnen sie Selbstmord, indem sie aus Wut in den See sprang. Seitdem wird die ursprüngliche 13-stöckige Brücke auf unerklärliche Weise zu einer 14-stöckigen Brücke, wenn man auf die Brücke spazieren geht und die Treppen zählt. Die schreckliche Spukgeschichte eines weiblichen Geistes, der sich auf der Brücke das Leben nimmt. Was? Da hatte jemand im Marketing eine ganz verrückte Idee, um die Uni bekannter zu machen. Würde ich auch sagen. Ich würde es machen. Dave, klar, würdest du dich auf die Brücke setzen und würdest... mit einem roten Tuch und würdest warten, bis die Glöckchen klingeln und dann läufst du einmal um den See rum. Gar kein Problem für dich wahrscheinlich. Können wir nicht lieber Flyer verteilen? Wäre ich auch ein guter Freund von. Um dich mir... Was? Um dich? Was? Ich kann mich verstecken? Ich kann mich verstecken! In so einem Klöchen. Ist ja gar nicht mal so toll. Aber wir können auf jeden Fall auch rennen. Das finde ich schon mal ganz, ganz cool. Wobei, wenn wir rennen können und uns verstecken können, ist das nicht so gut. Manchmal. Aber gut, gucken wir mal. Überprüfung von Team Ming. Was? Drücke F, um mit den NPCs Gegenständen zu interagieren. Alles gut bei dir? Oh, 学姐，你不要突然讲话了，我快吓死了。我还以为是那个。哪个？哎呦，就那个嘛。那，对了，学姐，你等一下走仪式，要不要那个金保平安啊？啊，不用了，没关系。 我没办法念。哦，学姐不信这个。好吧，那我自己念。Warum? Okay. 我这边啊，都准备好了，到时候你别雷哦。学长，我才怕你雷我嘞。靠。Was? Okay, was habt ihr jetzt hier für eine Diskussion? 学姐，你刚刚应该没有听到什么不该听的吧？ 没有，真的没有。好了啦，学长，你再问下去，本来不知道都要知道了。抱歉，又要委屈你了。好了，别说这些，等一下被听到。Okay, und die haben Streit oder was? Also, die diskutieren, die streiten. Was ist denn los hier? Wo bin ich gelandet? Also außer in so einem Ritual. 学姐，你来了。刚好5分钟，算得真准。你要是准备好的话，就先去椅子上坐着，准备开始预演。Warum? Also warum mache ich denn jetzt diese Mutprobe? Kann nicht hier sie oder irgendwer anders oder Dave? Kann also muss das jetzt? Okay, ja, ich sag mal, wir setzen uns hier hin. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf so ein Ritual. Ich würde sowas niemals machen. Jimmy, hallo, ma? Weil ich nicht. Es ist dunkel. Aber sie macht's ja alles freiwillig. Also ist ja super. Ey, 学长. Ich. 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 Ich
Ich finde auch nicht, dass es eine gute Idee ist. Ach, das hier ganz schön ist. Wir sind hier in diesem Fall. Wir sind hier in diesem Fall. Aber... 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 Okay, wir haben eine Glocke gehört. Jetzt muss ich um den See rumlaufen? Oder was? Es hat doch bestimmt irgendeiner von den Leuten hat doch jetzt gerade so ein Glöckchen gehabt, oder nicht? Also kann mir doch gerne erzählen. Schwie, Yuyen hat sich in den Sinn. Sing ich bin auf den Sinn. Ja, ich bin auf den Sinn. Zimmer, ich denke, ich war. Okay, die sind auf jeden Fall keine guten Freunde. Ich bin so Liu Cheng da. Kann ich keine Wahnsinn. Geh schon los. Okay, und jetzt gehen wir spazieren, oder wie? Okay, cool. Also... Wenn da jetzt nichts weiter passiert, ist alles... Lauf um dein Leben? Oh Gott! Oh Gott, wer ist sie denn? Wo, oh, fuck it. Ich geh hier rein. Wer war das denn jetzt? Oh, wer bist du denn? Ist das so eine Holzfigur? Was soll das sein? Das war jetzt bestimmt irgendwie, die machen sich da jetzt einen Spaß oder so, oder? Also kann mir doch keiner erzählen, dass die jetzt da, die ist, also, die läuft, kommt wieder zurück. Na, zum Glück haben wir das mit dem Labyrinth gerade schon geprobt. Ja, das stimmt. Okay. Ich gehe da nicht, ich gehe nicht hinterher. I'm... Fuck this shit, I'm out. What the fuck? What? Drücke C, um dich zu ducken. Du kannst dich hinter Deckung verstecken und auf diese Weise die Bewegung des Geistes beobachten. Wie, das war's schon? Weil... Okay, ich muss das nochmal. Also ich muss anscheinend ihr entkommen. Okay, let's go. Okay, hier kann ich nicht hin. So, hier auch nicht. Kann ich... Oh Gott. Wo kam sie denn her? Okay, sie ist weg. I'm out here, I'm out here. I'm out of here. Ist mir egal. Wie schnell ist sie denn? Ich dachte, ich bin schneller als sie. Meine die Sichtlinie des Geistes und versteckt dich in Regalen und Toiletten. Ja, okay. Also wir werden hier anscheinend echt sehr oft gecatcht. Wie oft muss ich denn mich irgendwo verstecken? Okay, wir gehen, glaube ich, gleich hier hinten links rein. Gar kein Problem, wir gehen einfach hier rein. Und sagen Tschüss. Weil sie kommt ja anscheinend hier lang. Also, sie läuft ja hier lang. Da ist sie. Und geht nach da. Lass mich doch hier rüber! Das Problem ist, ich sehe jetzt nichts mehr. Wann ist die denn weg?
muss ich hinhören. Sie nicht hinter mir. Wer ist sie denn jetzt? Wo kommst du denn her? Wo kann er?真的、啊，难怪学姐会被你吓到。哎，说要逼真的是你，现在要嫌我太逼真，学长你很难搞哎。灵儿，学姐，对不起啦，都是我的错。Siehst aber auch gar nicht gruselig aus. Oh Gott！ 奇怪，当天跑去哪啊？哦，胆小鬼，不知道躲哪去了，快去找他吧。学姐，没事了，我跟上。Oh, ich musste gerade kurz niesen. Warum kann ich mich denn jetzt hier nicht bewegen? Hey, wo hast du gesteckt? Ja, das ist meine Frage. Wie konnte ich ihn irgendwo hier finden? Ich habe meinen Talisman auf dem Weg verloren, also habe ich alle, lasst uns ihm helfen. Warte im Studentenwerksbüro Ting Ming, wir kommen zurück, werde ihn auf dem Weg begleiten, sonst wird sich zu Tode ängstigen. Jetzt gehen wir auf den jetzt suchen wir nach einem Talisman? Suche Ting Mings Talisman. Ja, ja, safe. Okay, hoffe das geht jetzt für euch so. Da unten war jemand. Also warum sollte ich jetzt einen Talisman suchen? Vor allem wo? Also er hat ihn irgendwo auf dem Weg verloren. Das ist ein Träumchen. Aber es ist jetzt die Frage, wo auf dem Weg? Oder sollen wir jetzt einfach hier wieder zurückgehen? Es gibt wichtigere Dinge zu tun. Was denn? Also ich würde gern gehen. Einfach gehen. Wäre das eine Option? Okay, gehen wir mal hier lang. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Oh Gott. Ich muss mich hier... Ich darf die Orientierung nicht verlieren. Wo könnte er denn seinen beschissenen Talisman verloren haben? Also... Was? Oma, mach doch nicht sowas. Das ist gar nicht angenehm. Hat er den hier vergessen? Was ist das hier? Talisman Ting Ming. Der Talisman sieht neu aus, auch wenn er noch nie abgenommen wurde. Okay, also gehen wir jetzt wieder zurück ins IT-Büro. Wo auch immer das sein soll. In der Hoffnung, dass wir da jetzt auch hinkommen. Aber wir haben doch jetzt das Ding gar nicht abgeschlossen. Also, dieses Ritual. Das heißt, der Geist existiert doch noch. Also, der Dämon, der Geist, was auch immer wir hervorgerufen haben. Die dunkle Gestalt im Wald und die gelbe gekleidete, was? Und die gelb gekleideten Angler. Etwas schlimm. Man munkelt, dass man, wenn man spät in der Nacht in dem leeren Garten umherwandert, von einer dunklen Gestalt mit verschwommenem Gesicht im Schatten beobachtet werden kann. Ah, das ist dieser kleine Gnom, der da... Um Mitternacht gibt es sogar eine Gruppe von kopflosen Anglern in gelben Regenmänteln. Na, ist ja ein Traum. Die am See angeln. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr spät abends unterwegs seid. Das sind Informationen, die möchte man gerne hören. So, wo ist denn jetzt die IT-Bude? Information and Technology. Ich würde sagen, in die Richtung. Also ab ins Studentenheim? Rein? Also rein da?
Informationstechnisch. Dann gehen wir mal da rein. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Zurück zum. Haben wir doch. Hier gibt's noch mehrere Chats? Verstanden, ich bin auf dem Weg. Hey, wo hast du gesteckt? Frage wo, was, wie? Ich werde auf dem Weg begleitet, sonst wird sich zu Tode ängstigen. Okay, das haben wir schon gelesen. Hattest du in letzter Zeit schlechte Laune? Warum fragst du? Nichts, ich bin wegen was hierher gekommen. Bitte zögere nicht mit mir zu sprechen, wenn du mit Mobbing-Problemen konfrontiert bist. Übrigens bin ich ziemlich gut im Battlen mit einem Babyarm. Was? Mit meinem Babyarm? Außerdem bin ich sicher, dass mein Bruder ihn verprügeln kann. Was sind das hier für Chats? Pass auf dich auf, okay? Psst, du wirst die Nachricht nie lesen, egal was passiert. Hast du morgen Nachmittag Zeit, dann treffen wir uns. Ich weiß, dass du dich blind stellst, wie auch immer. Lass uns auf der Brücke treffen. Übrigens, wenn du nicht da bist, gehe ich direkt in dein Klassenzimmer. Bitte zwing mich nicht dazu. Das sind aber auch komische Nachrichten hier. Was führt dich heute hierher? Ich hoffe, du hast keine Angst, nichts für ungut. Da du neu hier bist, sollten wir uns vielleicht mal unterhalten. Bitte sprich mit mir. Du bist unglaublich verlässlich. Zuerst habe ich mich gefragt, ob ein Doktorand beängstigend sein würde oder nicht. Mach dir keine Sorgen, du mal was? Die meisten Leute hier sind sehr nett. Die meisten? Gewiss. Du wirst alle besser kennenlernen. Okay, danke für die Erinnerung. Ah, ist ja... Sind ja tolle, tolle Geschichten. Okay, das ist der Talisman, den wir uns angucken können. Und das ist der Brückenfluch. Okay, cool. Gut, dann gehen wir mal ins IT. Wo ist denn hier IT? Ein übersichtliches Schild, das die einzelnen Stockwerke beschreibt und es den Benutzern ermöglicht, sein Ziel schnell zu finden. Klassenraum, Datenstruktur, Informationsspeicherraum. Wir suchen das Büro von Informationstechnologie wahrscheinlich. Genau. Zweiter Stock. War doch richtig, oder? Das war doch das, was wir suchen. Zurück zum Studentenwerksbüro. Studentenwerksbüro im IT-Gebäude. Okay, wo ist das Studentenwerksbüro? Studentenwerksbüro, erste Floor. Okay. First Floor. So, das Problem ist, ich kann halt die Schriftzeichen nicht. Okay, Department Dings ist es nicht. Was ist das? Hallo? Das ist echt ein Spiel? Ein Stift. Achso, den kann ich aber nicht mitnehmen. Schade, ich dachte, ich kann den Stift mitnehmen. Wäre jetzt lustig gewesen. Studentenwerksbüro. Hallo, ich habe hier so einen Talisman für dich. Den du verloren hast. Versehentlich. Schödi. Schödi. Das ist deine, oder? Schödi, du bist ja so gut, oder? Hm? 学长人也很好。切，哎，看你心情好很多了嘛。好啦，不闹你了，差不多该开检讨会议了。嗯。哦，对了，学姐你要的资料都已经印好了，就放在那边。哦，好，我知道了。OK。那我准备一下。 Was für Unterlagen? Warum? Vorbereitung auf das Treffen. Okay. Meint sie das hier? Nee, ne? Sie meint das hier. Das Kimo-Dameshi-Camp wird die beste Erinnerung an ihre Jugend sein. Oh, warte mal kurz.
Aktuelles Ziel. Die Teilnehmerzahl muss mindestens 70% unserer Schätzung erreichen. Aktueller Meilenstein. Bislang haben wir nur 40% unseres Ziels erreicht. Rückblick. Wir müssen uns auf eine Werbekampagne vorbereiten. Alle führenden Mitglieder, bitte rufe deine Freunde auf, unsere Seiten in den sozialen Medien zu liken, um die Bekanntheit zu erhöhen. PS, ich habe gehört, dass die Venoir-Universität bereits 80% der Anmeldungen erreicht hat. Warum stellen die denn hier so eine Pappdinger da auf? Das ist doch nicht euer Ernst. So, okay, haben wir hier drinne. So, mit wem muss ich jetzt noch reden? Okay, muss ich noch weitere Unterlagen finden? Fein gedruckte Flugblätter, dank der Bemühungen aller Teilnehmer. Die Campmitglieder taten ihr Bestes, um die Flugblätter jeden Tag um die Mittagszeit in der Mensa zu verteilen. Damit sollten möglichst viele Teilnehmer angelockt werden. Event, vor der Dämmerung, ne? Bitte reiche deine Bewerbung jetzt ein. Bitte verwende dich bei deiner Bewerbung an den Fachratsrat. Okay, was haben wir hier? File Night Raid Crows. Viele bekannte Online-Streamer traten mutig ein, um den verbotenen Campus herauszufordern, und viele Menschen folgten ihnen. Unerlaubtes Betreten des Geländes bei Nacht. Ein bekannter Online-Streamer nahm versehentlich ein Video des weiblichen Dungu-Geistes vom Brückenfluch auf. Viele Zuschauer erschreckten, berichtete von Xini News. Der Brückenfluch des Tunguhu-Universität ist schon seit langem beliebt. Vor ein paar Tagen betrat ein Online-Streamer den Campus, um das tabuisierte Zeremonie herauszufordern. Der Streamer drehte mutig den Kopf nach hinten, als er um Mitternacht auf der Treppe ging und seine Schritte zählte. Er nahm ein Video auf dem eine geschwänzische weiße Gestalt zu sehen war. Die Zuschauer des Livestreams riefen aus: "Das war erschreckend!" Und das Video ging viral. Okay. Wo muss ich das denn jetzt rankleben? Einfach hier hin? Gibt's dafür eine Reihenfolge? Fehlen erforderliche Schlüsselgegenstände. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Also mal gucken. Gibt's denn noch mehr Informationssachen? Tetrapack. Ein Klassiker, den jeder liebt. Alles richtig. Also wäre mal kein Tetrapack. Oh Gott, ich kann hier auch noch in die Schubladen reingucken. Fall Campus Horror Tales. Die Studenten und ehemaligen der genannten Schulen diskutierten nach Bekanntwerden der Eilmeldung heftig. Die Erfahrungen mit paranormalen Vorfällen wurden zu einem heißen Thema in verschiedenen Foren. Erstens, Tunguhu-Universität, der Brückenfluch. Horrorbewertung 3 Sterne. Ein Unfall ereignete sich hier vor vielen Jahren, aber die Akademie hat die Existenz eines Geistes immer bestritten. Sie betonen, dass sie Straßenlampen aufgestellt haben, um das Problem der Schlechten sich zu lösen und Unfälle zu vermeiden. Zweitens, Wenhua-Universität, der Geisterfahrstuhl. Horrorbewertung 5 Sterne. Dieser Aufzug fährt nach dem Erreichen der unteren Etage immer weiter nach unten, bis hin zum Fluss Styx der Hölle. Er wurde von der Akademie verschlossen. Yongcheng-Universität, das Portal des Geisterkönigs. Horrorbewertung 4 Sterne. Man sagt, dass dieser Aufzug als Portal für den Geisterkönig dient, um in unser Reich zu gelangen. Die Akademie hat ihn verschlossen und Götterstatuen und Schiffen auf einen Schrank vor dem Aufzug gestellt. Es wird ja immer schlimmer. Qinghuo University, das Yingyang-Portal. Horrorbewertung 4 Sterne. Diese Tür verbindet die beiden Studentenwohnheime. Ein Student ging einst durch diese Tür und verschwand. Jetzt wurde sie zu einem Lagerhaus umfunktioniert, aber es geschehen immer noch seltsame Dinge. Das ist ja mal... Also... Ich sag mal, das gehört hier oben hin, weil es rot. Komm ich hier jetzt eigentlich? Nee, komm ich nicht. So, wo könnten denn noch weitere Unterlagen sein? Hier irgendwo? Ah, hier hinten. Gerüchten zufolge soll die zuständige Person bei der Entgegennahme des Vorschlages einen verzerrten Gesichtsausdruck und eine geballte Faust gezeigt haben. Antragsteller, allgemeine Angelegenheiten, Wen Yoli. Antragsinhalt. Um die Sicherheit aller Lagerteilnehmer zu gewährleisten, empfehlen wir den Kauf von Amuletten, Talismanen und Götterstatuen. Wir empfehlen auch, einen Mönch für einen Exorzismus-Ritus zu engagieren. PS. Ich frage das nicht, weil ich Angst habe. Ich bitte darum um unser aller Willen.
Antragsergebnis: Alle Anträge wurden in der letzten Sitzung abgelehnt. Was? Why? Einfach why? So, aber ich glaube nicht. Warte mal, können wir das da nochmal nehmen? Und das dahin? Und das dahin? Ich habe keine Ahnung. Okay. Irgendwas fehlt uns noch. Irgendeine Kleinigkeit. Und wir wissen noch nicht was. Also ich weiß, dass hier unten fehlt uns noch eins. Hier. So ein kleines Zettelchen. Aber ist die Frage, wo finden wir diesen kleinen Zettel? Bei Tit. Die Tragödie auf der Paranorm... Was? Wo, was passiert jetzt? Rausgetappt, scheiße. Entschuldigung. Die Tragödie auf der Panoramabrücke 2012. Okay, also das kommt auf jeden Fall hier unten hin. So viel ist sicher. So, aber die Reihenfolge wird hier nicht richtig sein. Also, warte mal. Facebook liken. Das ist ja das hier, ne? Genau. Wir nehmen mal alles nochmal auf, weil Facebook ist das hier unten. So. Das ist der Streamer. Genau, das müsste das hier sein. Muss das jetzt nicht richtig sein? Nee. Oder? Nee. Nee, ist es nicht, weil... Genau. Hier sind nämlich die Bewertungen mit den Flüchen. Ja, sehen wir hier an den Sternen. Und das hier ist der Antrag zum Exorzismus. Jetzt haben wir das.